So, die Bayer Giants Leverkusen gewinnen mit 93 zu 80 gegen Rastatt Vechta. Glückwunsch, Hansi Gnad. Ich kann mir vorstellen, du hast ganz schön durchgeatmet. Ja, natürlich. Es war ein sehr anstrengendes Spiel vom Anfang an, weil wir hatten halt Quentin nicht dabei und ich wusste im Endeffekt zurzeit mein bester Spieler, mein konstantester Spieler. Luca war krank die ganze Woche. Also hat nur einmal trainiert? Genau, hat nur einmal trainiert, eine Stunde. Hat eine Erkältung gehabt, hat jeden Tag getestet, aber konnte halt nicht trainieren. Und es war mir klar, das wird ziemlich schwer für ihn, auch konditionell. Und dann auch die Führung oder diese Qualität zu behalten, das, die richtige Entscheidung zu treffen auf dem Feld ohne Q, ist dann schon ganz schön schwierig. Und da war es extremst zerfahren. Ich wollte auch nicht, dass wir von Anfang an irgendwie so ein Loch da reinfallen und dann für uns selber eine Entschuldigung suchen, sagen, pass auf, unser bester Spieler nicht dabei, hey, dann verlieren wir das halt. Nee, das wollte ich nicht, deshalb habe ich ziemlich getobt von Anfang an, um die einfach wach zu rütteln und sagen, komm, bleib drin, wir können das gewinnen mit der Defense, wenn wir die richtige Defense spielen und die richtigen Sachen machen, können wir das trotzdem gewinnen, egal wie, wir haben genug Qualität, egal mit wie vielen Leuten oder wem die da kommen. Du hattest vor dem Spiel gewarnt, wir wussten das, der Tabellenplatz spiegelt nicht das wider, was Vechta kann. War ein ordentlicher Kampf hier, sehr umkämpft, 20 Turnover hattet ihr, dafür 50 Rebounds, ja. Aber keine Mannschaft konnte sich so richtig absetzen. Wann hattest du sogar gedacht, ah, am Ende wird es richtig eng? Ja gut, dass es eng wird bis zum Ende, ist klar, aber du darfst halt nicht, eigentlich haben wir das Ding schon gewonnen in der normalen Spielzeit, wir müssen den Ball kriegen, das gibt's nicht und dann schmeißt er den da rein, dann hat man noch Glück, dass Spencer zum Korb zieht und macht den mit rechts übrigens. Genau, richtig. Und der war nicht einfach. Das muss man ganz klar sagen. Das war schon Wille pur, ganz klar. Wir hätten es vorher schon ein paar Mal knapp gewinnen können. Aber in der Verlängerung haben wir dann gezeigt, okay, komm, Mentalität, weiter, gib Schippchen drauf, weiter geht's. Weiter kämpfen, Stops kriegen. Und dann haben wir auch eine Chance gehabt, im Endeffekt das Ding am Ende dann ziemlich klar zu gewinnen. Ja. Wie erklärst du dir, dass ihr die Verlängerung 16 zu 3 gewinnt? Das ist meiner Meinung nach eine Mentalitätsfrage. Vielleicht waren wir dann flexibler und konnten das stoppen, was die machen wollten. Vielleicht waren die auch ein bisschen geschockt, weil sie gedacht haben, okay, komm, wir sind mit 2 vor, mit 8 Sekunden, Ding haben wir gewonnen. Naja, ist ja nicht vorbei. Wenn dann noch Zeit auf der Uhr ist und hast eine Chance, das Ding drauf zu werfen, ist ja alles gut. 3 Auswärtsspiele liegen hinter euch, die, ich sag mal, ein Auf und Ab waren, sowohl sportlich als auch mental. Wie wichtig war jetzt der Sieg, auch auf die Aufgaben, die jetzt kommen? Du, der war sehr, sehr wichtig, weil die 4 Spiele, die hinter uns liegen, mit Karlsruhe, Rostock, Trier und jetzt hier Vechta, hättest du auch alle verlieren können, 0-4 meiner Spielen, Meinung nach. Ja. Ja, die Liga ist einfach so verrückt, passiert so viel jeden Spieltag. Natürlich ist es schade, dass wir in Trier nicht gewonnen haben. Hätten wir gewinnen müssen, wenn wir mit der Mentalität gespielt hätten, mit der wir jetzt am Ende aufgetreten sind, hätten wir das Ding auch gewinnen können. Aber alles gut. Wir haben in Rostock mit Glück gewonnen am Schluss, haben es aber verdient mit Glück gewonnen, haben heute mit einer extrem kämpferischen Leistung, dank sicherlich auch unserem Heimbonus, den wir halt immer wieder haben zu Hause, ein Spiel nach Hause gefahren, was nicht einfach war, weil Vechta, wie du schon sagtest, steht zwar da, wo sie stehen, aber vom Kader her und vom Geld her, was da unterwegs ist, glaube ich, gehören die eigentlich zu den Top 2, 3 in der Liga. Top 4 habe ich im Livestream gesagt, also ja, auf jeden Fall nach oben. Super, Hansi Gnad, vielen Dank, Glückwunsch zum Erfolg und ja, Daumen sind gedrückt für die nächsten Wochen. Ja, erstmal hier Wunden lecken und dann geht's weiter. Danke, tschüss.